Lektion 296 aus einem Kurs in Wundern. Der Heilige Geist spricht heute durch mich. Eine wunderbare Fortsetzung der gestrigen Lektion. Wir können es auch als, ja, wie eine Lektion sehen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Denn wenn wir zurücktreten und unser wahres Selbst die Welt betrachten lassen, werden wir ganz automatisch anders agieren, etwas anderes sagen, als wenn wir unseren normalen Blick drauf haben. Es wird immer angriffsfrei sein. Es wird immer raumgebend sein. Andersherum können wir nur, ja, in wahren Worten sprechen, wenn wir auch die wahre Schau haben. Es ist eins. Und heute betrachten wir es aus einer anderen Perspektive, das ist alles. Und vielleicht hast du dir gestern ja alle Mühe gegeben und irgendwie hat es ein bisschen geklappt und dann doch wieder nicht. Und je mehr Mühe du dir gegeben hast, desto schwieriger ist es irgendwie geworden. Desto weiter weg war das irgendwie. Und am einfachsten kommen wir vielleicht dahin, wenn wir es erstmal sozusagen auf uns selbst anwenden. Wenn wir einfach liebevoll und sanft zu uns selbst sind. Wenn wir am Morgen aufstehen und irgendwie noch nicht so richtig in der Spur sind oder in der Spur zu sein scheinen, der Kurs weit weg und nichts irgendwie näher ist als die Tasse Kaffee oder Tasse Tee, wunderbar. Dann machen wir uns deshalb nicht fertig und überlegen, warum wir da so versagen. Du versagst überhaupt nicht. Das Ego versagt und kann es auch nicht anders, schiebt aber dir die Schuld hin. Das ist alles. Und so sind wir ganz sanft mit uns selbst. Und wenn wir so langsam ankommen, dann können wir nachfragen, wo kommt denn dieser Gedanke her? Er stimmt mich traurig, er lässt mich zweifeln, er erzeugt Anspannung oder Aggression in mir. Schau du mit mir dahin. Und schon beginnst du die Lektion zu verwirklichen. Einfach von dir ausgehend, mit dem, was am nächstliegenden ist. Und das Schöne dabei ist, dass wir uns dabei auch noch immer bewusster werden, welche Gedanken da so durch uns hindurchzuziehen scheinen. Und so geht es Schritt für Schritt voran. Und wenn es einmal nicht gelingt und wir es bemerken, können wir ja fragen, was ist das in mir, das gerade einen anderen Weg gehen möchte? Wozu dient es? Warum? Doch wir machen das ohne Anspruch an uns, im Sinne einer Klärung, wie man eben ein Ziel klärt, einen Plan aufstellt. Es dient nur, dass wir uns sanft ein bisschen öffnen. Es reicht, wenn wir beginnen,
Frieden in uns zu spüren, die Anspannung, der Druck weicht, nur weil wir glauben, unbedingt etwas erreichen und richtig machen zu müssen. Diese Gedanken kommen sicher nicht aus der Liebe. Du wirst deiner Verantwortung voll und ganz gerecht, wenn du bemerkst, dass dich etwas belastet, dass es eng wird, dass du dies hinterfragst. Sind das wirklich meine Gedanken? Ich will die Wahrheit sehen. Hilf du mir. Der Rest geschieht von alleine. Und ja, manchmal ist es notwendig, dies einige Male zu wiederholen. Dann tun wir das halt. Was soll's? Doch sollten wir nicht mehr an uns selbst zweifeln, sondern vielleicht eher an der Quelle, aus der diese Zweifel kommen. Wir könnten zu zweifeln beginnen, ob die Persönlichkeit, das, was wir als unser Ich bezeichnen, noch so der richtige Ratgeber ist. Und uns dann der Quelle zuwenden, die uns Frieden schenkt. Und Frieden kann nur sein, weil auch Sicherheit da ist. Wir brauchen nicht um unsere Sicherheit fürchten, wenn wir in Frieden sind. Wir lehren heute, was wir lernen möchten, und nur das, sagt uns die Lektion. So wird unser Lernziel zu einem, das nicht in Konflikt und fähig ist, leicht erreicht und schnell erfüllt zu werden. Wie freudig kommt der Heilige Geist, uns aus der Hölle zu erretten, wenn wir zulassen, dass seine Lehre durch uns die Welt davon überzeugt, den leichten Weg zu Gott zu suchen und zu finden. Was für wunderbare Worte, was für ein Trost und eine Ermutigung. Wir lehren heute, was wir lernen möchten, und nur das. Und was wollen wir lernen? Wir wollen lernen, was wir sind. Und wir sind Frieden, Liebe, Freude. Und so ist es ganz einfach, denn es heißt, es muss leicht sein, wenn wir in Freude sind, in Frieden sind. Und dann werden wir ganz automatisch das weitergeben, und durch das Weitergeben erfahren wir es wieder. Wir empfangen, was wir geben. Und so lernt unser Geist. Und es ist ganz einfach. Wir fangen bei uns selbst an, schauen, welche Gedanken stören mich, stören meinen Frieden, und die stelle ich zur Disposition. Ist es das, was ich wahrhaft denken will? Sind das wirklich meine Gedanken? Hilf du mir. Sage du mir, dass das Problem gelöst ist. Ich will vergeben und ich werde es anders sehen. Ich bin mir sicher, du findest oder hast bereits deine Formulierung,
die du fast automatisch verwendest. So wende sie einfach an. Und aus dem Frieden heraus wirst du ja eine neue Antwort geben, wirst du etwas anderes tun, einen anderen Impuls erhalten. Doch du brauchst nicht krampfhaft darauf zu achten, was denn jetzt passiert, und irgendwie erwarten, dass etwas ganz Großes passiert. Es ist vollkommen ausreichend, wenn der Friede in dir erhalten bleibt und du sanft auf diese Welt blickst. Und weil du deine Gedanken beobachtest und gewahr wirst, was triggert dich, was stört den Frieden, bietest du sie ja zur Heilung an, und daraus entsteht die wirkliche Welt. Du schenkst die wirkliche Welt und empfängst die wirkliche Welt. Du schenkst sie durch das, was du aus dem Frieden heraus tust, sagst oder einfach nur betrachtest. Die wirkliche Welt birgt ein Gegenstück für jeden unglücklichen Gedanken, der in deiner Welt gespiegelt wird. Eine sichere Berichtigung für die Anblicke der Angst und für das Schlachtgetöse, die deine Welt enthält. Die wirkliche Welt zeigt eine Welt, die anders gesehen wird, mit ruhigen Augen und mit einem Geist, der in Frieden ist. Dort ist nichts als Ruhe. Keine Schreie des Schmerzes und des Kummers sind zu hören, denn dort bleibt nichts außerhalb der Vergebung. Und die Anblicke sind sanft. Nur glückliche Anblicke und Geräusche können den Geist erreichen, der sich selbst vergeben hat. Für jeden unglücklichen Gedanken gibt es eine sichere Berichtigung. Wir brauchen die Gedanken nur zur Kenntnis nehmen. Ah, da ist ja was, was mich aus dem Frieden herausbringt. Da ist ja irgendwie Unmut, Sorge, Angst, Zweifel, Niedergeschlagenheit. Und das hinterfragen wir dann. Und durch unsere Bereitschaft, durch deinen Mut, es zu hinterfragen. Was ist denn das? Ist das wirklich mein Gedanke? Was ist die Wahrheit? Wird es geheilt? Und die wirkliche Welt zeigt sich Stück für Stück. Geheilten Gedanken um geheilten Gedanken. Und das hat eine große Konsequenz, denn durch dein bewusstes Betrachten und Hinterfragen schläfst du nicht mehr. Du beginnst zu erwachen, denn du identifizierst dich nicht mehr so ohne weiteres mit den Gedanken, die dir da angeboten werden, und fließt sozusagen von einem zum anderen Gedanken, ohne es zu bemerken. Jetzt erwachst du und schaust auf diese Gedanken. Die wirkliche Welt ist das Symbol dafür,
dass der Traum von Sünde und von Schuld vorbei ist und dass Gottes Sohn nicht länger schläft. Seine erwachenden Augen nehmen die deutliche Widerspiegelung von seines Vaters Liebe wahr, das sichere Versprechen, dass er erlöst ist. Die wirkliche Welt bedeutet das Ende der Zeit, denn ihre Wahrnehmung macht die Zeit zwecklos. Mit jedem Male, in dem du durch den Eintritt in den heiligen Augenblick Vergebung schenkst, bist du in der Zeitlosigkeit. Und je mehr sich das ausdehnt, umso weniger Zeit machst du. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem du gar keine Zeit mehr machst. Und die Zeit verschwindet völlig unbemerkt, einfach weil du immer in der Zeitlosigkeit bist. Doch darüber brauchen wir uns jetzt auch keine Gedanken machen und uns zermartern, wann bin ich jetzt in der Zeitlosigkeit? Ach, ich war schon wieder heraußen, wie komme ich jetzt wieder rein? Das lassen wir alles sein. Es ist nur eine symbolhafte Erklärung, ein Hinweis auf das, was ganz sanft und von alleine geschieht, und wir brauchen uns darum nicht zu kümmern. Wir wenden nur unseren Blick nach innen und geben dem Frieden der Wahrheit ein bisschen Raum. Und das kannst du ganz wunderbar. Es ist keine Schwierigkeit für dich. Und wenn zum Beispiel am Morgen oder in aufregenden Situationen, macht nichts. In dem Moment, wo wir dann ein bisschen zur Ruhe kommen, kriegen wir das hin, oder? Dein Ziel ist nur, wann immer es dir bewusst wird, störende Gedanken zu hinterfragen und um Korrektur zu bitten, bereit zu sein, den Irrtum an dieser Stelle aufzugeben. Und ganz automatisch schenkst du der Welt die Wahrheit, den Frieden, die Liebe, die du bist. Das Gebet in der Lektion erinnert uns einfach daran, dass wir eben genau diese Bereitschaft mitbringen, zurückzutreten und der Wahrheit Platz machen. Und wenn die Wahrheit Raum in uns hat, Raum in dir, zeigt sie sich in dem, was du tust, wie du dich äußerst. Der Heilige Geist braucht heute meine Stimme, damit die ganze Welt auf deine Stimme lauschen und dein Wort durch mich hören möge. Ich bin entschlossen, dich durch mich sprechen zu lassen, denn ich möchte keine Worte verwenden als die deinen und keine Gedanken haben, die getrennt sind von den deinen. Denn nur die deinen sind wahr.
Ich möchte für die Welt, die ich gemacht habe, Erlöser sein. Denn da ich sie verdammt habe, möchte ich sie freigeben, damit ich entrinnen finden und das Wort hören möge, dass deine heilige Stimme heute zu mir sprechen wird. Und du hörst diese Stimme, du spürst sie schon jetzt. Sie liegt in dem Frieden, der du bist. Und vielleicht möchtest du diesem Frieden in dir noch ein bisschen mehr Raum geben. Und vielleicht möchtest du dir auch erlauben, die Freude wahrzunehmen, die mit diesem Frieden einhergeht. Die Freude, dass du in Kommunikation mit deinem wahren Selbst bist. Und wir könnten uns fragen, kann denn Friede sein, wenn ich in Konflikt wäre? Kann Friede sein, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist? Und es könnte nicht sein. Da du jedoch Frieden spürst und Freude, Getragenheit, muss doch alles in Ordnung sein. Kann es kein Problem geben. Vor allen Dingen musst du erlöst und frei sein. Sonst könntest du es nicht empfangen. Doch du empfängst es ja gerade. Mach dir das einmal bewusst. Du empfängst gerade, wie es jetzt wirklich ist. Und gib diesem Gedanken, diesem Gefühl Raum. Und vielleicht taucht jetzt der tiefe Wunsch in dir auf, ja, ich will die Wahrheit sehen. Einfach nur um der Wahrheit willen. Ich will die Wahrheit endlich sehen. Und wenn dieser Gedanke in dir Raum greift, spürst du große Liebe und Freude, denn du löst die Ketten der Welt und damit deine eigenen. Sie sind schon gelöst. Sie existieren gar nicht mehr. Doch haben wir eine Idee davon entwickelt und halten an dieser Idee fest. Genau genommen verschwinden nur unsere irrtümlichen Ideen. Sei heute ganz sanft zu dir. Vergib alle Gedanken, die dir irgendetwas anderes über dich oder über andere Menschen, Situationen erzählen wollen. Du spürst ganz genau, es kann irgendwie nicht sein. Denn der Frieden in dir ist so umfassend, so tief und nachhaltig,
dass alles andere ein Irrtum sein muss. Danke für deine große Bereitschaft, dich darauf einzulassen, dir zuzuhören, und danke für die Liebe, die du schenkst.